Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Deep Rock Galactic Survivor. Ja, wir gehen rein in die Kristallkaverne und wir wollen Gefahrenstufe 5 schaffen mit dem Speer und dem Sniper. Und das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe einen Plan, wie ich das anstellen möchte. Ob das klappt, sei mal dahingestellt. Ich sag mal, so viel ist noch nicht der erste Versuch. Das ist nicht der erste Versuch, so rum. Vielleicht besseres Deutsch. Okay, da gehen wir raus. Nitra. Da muss nochmal Nitra. Das nochmal Gold. Ja. Nicht optimal, aber ist okay. The surface is too packed for the supply pod to land. Please clear it. Muss ja auch noch Morkheit geben. Ach man. Und keine guten Upgrades. Dann habe ich das Morg halt noch kriegen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht weil die Viecher es für mich farmen oder so. Na gut, die meisten Supply Pot. Na, jetzt kommt der Swarm. Die krebt sie wahrscheinlich zu mir durch, oder? Vielleicht auch nicht. Okay, die muss aber komplett crazy sein. Komm, schieß! Irgendwas! Du hast doch auch Waffen, Mensch. Eine habe ich bisher. Okay, ich gebe es zu. Das sind nicht die Waffen, die ich brauche. Die ist okay, denke ich. Okay, jetzt habe ich geschafft. Sehr schön, dann können wir jetzt unten rausgehen. Hoffe ich. So, kommt alle her. Feuerraten alle Projektile. Das ist sehr nice. Einmal durch, ich muss euch an das Ding ran. Ja, wieder kein gutes Upgrade leider. Wir nehmen die Heilung über Stufenanstieg mit, das kann. Das ist doch Schrott. Kann doch gar nicht so schlecht sein. So, dann machen wir hier einmal den Schaden von der Schrotflinte. Kein optimal Upgrade, das auch nicht. XP episch nehmen wir gerne noch mit zu früh, würde ich sagen. Mit Schaden ist nicht so toll, dann nehmen wir lieber. Das mal mit Abbaugeschwindigkeit ist alles okay. Was mit Abbaugeschwindigkeit mit? Weil es oftmals ein Problem ist, dass man nicht schnell genug rauskommt. Außer durch die Wände mal nicht. So. Okay, wir haben Morkheit, wir haben den Supply Drop, das heißt, wir müssen eigentlich nur noch XP farmen. Das Optimalfall wäre, dass wir jetzt hier in irgendeiner Form erstens schön leveln und noch einen XP-Magneten kriegen am Ende. Weil wenn wir die hier schön auf einem Haufen halten, müssen wir das gleich. Ich glaube, es nur loszuziehen und Sachen zu farmen lohnt sich nicht wirklich. Die Waffe wollte ich vor allem haben, weil sie den Gift, das Gift auf den Gegner draufhaut. Die sterben die viel schneller. Okay, wieso renne ich denn in die Reihen? Ich wollte gerade vorbeilaufen, aber nicht so nah, logischerweise. Boss ist auch gleich down. Die M1000 hätte ich halt gerne relativ X auf Level 6 und 8 meine ich. Muss jetzt an mir durchrennen. Ja, okay. Ne, ist mal zu nah gerannt, oder? Nee, geht noch. Versuch jetzt. Ich weiß, ich krieg grad Schaden. Ich weiß, greedy und alles, aber auch die Erfahrung.
Erfahrung. Aufnahmereichweite. Das ist alles blöd. Dann nehmen wir zumindest die richtige Waffe mit. Na gut, ich gehe rein, komm, es gibt sonst noch Schaden. Oder? Ich bin eine kleine Ehrenrunde. Okay. Was haben wir in Level 19? Ja, es ist nicht grandios, aber es ist okay. Also muss übrigens, es ist Gefahrenstufe 5, ne? Da kriegt man generell mehr Erfahrung, weil einfach so viele Gegner da sind. Deswegen hadere ich damit ein bisschen. Crit-Schaden ist nicht so toll. Feuerrad ist ganz gut. Ich nehme trotzdem mal die XP hier mit und reroll einmal. Und nimm den Schaden hier noch mit. Hier direkt Gold und Morkite mitnehmen, klingt gut. Das machen wir. Die besten Möglichkeiten. Epische von der Schrubbeln wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, es ist wichtiger, dass ich die eine Waffe mal auf das hohe Level bringe. Oder einfach allgemein den Schaden von allen Waffen erhöhe. Das sind meine beiden Prioritäten. So, da oben ist nochmal Gold. Frage ist nur, wie ich jetzt sehr gescheit rankomme. Big Swarm detected. Buggerman, get ready. Big Swarm dabei ist nicht so gut. Wahrscheinlich sollte ich nach unten abhauen, solange ich es noch kann. Okay, die Landing Zone soll ich clearen. Vielleicht können mir die Viecher dabei ein bisschen helfen. Machen die eigentlich ganz gerne mal. Hab mal schönes Gold für mich weg. Nachladegeschwindigkeit. Okay, das Ding drin wird breit, kann es auslösen. Perfekt. Sehr schönes Upgrade, das hilft. Das hilft überhaupt nicht. Feuerrate oder Schaden. Projektilwaffen ist besser als kinetisch, weil theoretisch könnte ich noch. Ich glaube, das ist nämlich keine kinetische Waffe, so sieht es nämlich aus. Dann nehme ich jetzt doch mal die legendären Schaden nämlich mit. Dann nehme ich die Feuerrate von der M1000 mit. Und dann gehe ich mal hier aus der Mitte raus. Da würde ich gerne mal durch, wenn es geht. Nächste Waffe. Hier, Deep Core ist sehr gut. Auch Medium, Projektil und kinetisch. Also, perfektes Massen-Upgrade möglich, sozusagen. Muss man hier ein bisschen langsam wegrennen, dass die erstmal auf einen Haufen kommen. Wäre so mein Plan gewesen. Und jetzt schnell hier durch. Und dann wieder ein bisschen Platz gewinnen. Und jetzt gucken, dass wir vielleicht ein bisschen an die Exp rankommen, die wir hier hinten schon mal generiert haben. Klappt halbwegs. Crit-Chance ist ganz gut, denke ich. Crit-Schaden ist nicht so wichtig, hätte ich gesagt. Weil der Crit-Schaden ist meistens eh schon relativ hoch. Crit-Chance noch nicht so sehr. Abstoßen. Kann man ruhig mitnehmen. Nicht mein Lieblings-Upgrade, aber hey. Okay, denke ich. Das Wichtige ist eh das Level 18 Upgrade, da sind immer dieselben beiden. Zumindest nochmal ein bisschen, also mehr kenne ich nicht. Nur waren es immer dieselben zwei. Okay, sehr schön. Nächstes Level Up. Einmal die Waffe. Schaden allgemein, 10% ist auch okay. Nicht toll, aber okay. Schaden 35% ist nice. Auf die Hauptwaffe. Vor allem fällt hier ein Level Up, was mich dem Ultimate quasi näher bringt. Kinetischer Schaden. Geht auch auf 3 von 4 Waffen bei mir.
Ich hab irgendeinen Boss gekillt, oder? So nur einen von zwei. Ja. Feuerrate, alle Projektilwaffen, wunderbar. Upsi, Gegner reingelaufen, nicht wunderbar. Die Gegner, ein bisschen. Ich kill halt gerade den Boss schon wieder recht stark, ne? Na ja, gut, komm, ich bring jetzt einfach um. Da muss ich hin, da einmal komplett durch. Das kann nur so klappen, oder? Ich denke, es kann nicht so klappen. Jetzt gucken, dass ich gleich noch ein bisschen XP mitnehmen kann. Dann nehme ich das hier mit. Okay. Ich hätte die Nachladegeschwindigkeit für alle Waffen mitnehmen sollen, glaube ich. Schaffen wir das Level noch? Ja, das schaffen wir noch. Sehr gut. Der Schaden 10%. Okay. Level 36 nach Stage 2. Das sieht okay aus. Und wir haben auch schon ein richtig gutes Upgrade gefunden. Das ist auch gut. Feuerrate auf alle Projektilwaffen, was alle meine Waffen sind. Gerne. Die richtige Waffe, gerne. Nehmen wir das hier noch mit. Das kann einfach das Leben retten auch. Kann aber Schaden auch, ne? Das auf sehen. Dann Lootbug im Weg für Pflanzen sammeln. Geht meistens relativ easy, finde ich. Geht nicht alles relativ easy, würde ich sagen. Gehe schon mal der Rand, das sollten wir uns merken. Ist echt, also auf Gefahrenstufe 5, da wird nicht lange rumgepackelt. Da geht es direkt immer los. Okay, hier ist auch schon wieder die Ecke. Ja, es gibt ein bisschen Schaden leider. Oder auch ein bisschen viel Schaden. Schnell raus hier. Gehen wir mal kommen die Pflanzen fertig. Hätte ich gesagt. Nitro. Immer noch mit. So, und dann gehen wir zum Supply-Pot. Wobei ich gerne das Nitro noch mitnehmen würde. Nitro ist halt potenziell, ne, einfach Bonus-Upgrades. Das ist halt nice. Ja, das können wir nachher noch einsammeln, wenn die Viecher das Blatt gerannt haben. Okay, das ist immer ein richtig schlechter Supply-Drop. Ich hab's noch gar nicht ausgelöst. Nein. Wie komme ich da jetzt durch? Oben. Einfach durchrennen gleich. Okay, perfektes Upgrade gefunden. In Luft jagen und dann durchrennen. Alles klar. Okay, viel Schaden, aber es hat sich gelohnt. Es ist alles gut. Magnet wäre jetzt noch göttlich, vielleicht wieder unbedingt hier rüber. Ich warte noch ein bisschen, dass die da rechts mal abgehauen sind, weil ich mich da besser durchgraben kann. Weiter Plan, in die Luft jagen. Jetzt kommen die Gegner aber zu nah, jetzt muss ich noch graben. Okay. Ja, hier war ich anscheinend schon mal. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir das mache ich jetzt einfach, damit ich das voll habe. So, Genauigkeit weg. Dafür Schrotflintenfunktion an. Sehr schön. Achso, hier war so die Sackgasse gewesen, gell? Schaden aller Feuerwaffen. Ja, gerne. Bewegungsgeschwindigkeit episch, gerne. Mit Schaden. Ne, nehmen wir Bewegungsgeschwindigkeit mit, ehrlich gesagt. Dann schnell wieder raus hier. Nach oben habe ich mich gerade nicht getraut. Wäre vielleicht der bessere Weg gewesen von XP her.
Legendärer Schaden, schon legendär, ne? Komm, lass mich durch. Oh, einen eingesammelt leider. Das war nicht so schwer, aber ist okay. Wir machen Feuer. Feuerrate. Ja, mein Gott. Oh, anscheinend habe ich gerade den Boss erwischt. Too greedy? Fragezeichen. Wahrscheinlich ist er so wie ja. Ja, es geht nicht. Oh, lass mich durch. Okay, Beine. No fucking around. Okay, 46 nach Level 3. Aber wie gesagt, normal, dass es schneller geht. Ich meine, hier kann ich ja eigentlich ruhig alle Waffen mitnehmen, gell? Now this is a rare treat. You don't see these every day. Wir machen es mal so. Load up and get going, Miner. Okay, HP mitnehmen. Ich habe die beiden besten Upgrades meiner Meinung nach. Einmal das mit Crit-Chance, Crit-Schaden, das weniger Schaden ist absolut worth it. Hier ist halt eine Crit-Chance von 66% habe und hier 70 Leben und 2 Regenerationen. Das sind meiner Meinung nach die beiden besten Upgrades, die man finden kann in Supply Pot. So. Zumindest wenn man auch nur fighten können möchte. Muss wieder Morkite farmen. Ich habe noch keins gesehen. Upsi, den Gegner habe ich auch nicht gesehen, weil ich auf die Minimap geschaut habe. Hier ist eine Kante. Oder eine Ecke, besser gesagt. Gefährlich. Das ist vielleicht gut, wenn ich es am Anfang wegfarme. Mit Chance ist auf jeden Fall hier die bessere Wahl. Weil es halt für alle Waffen gilt. Den sollte ich eigentlich aber wegfarmen können, oder? Ja. Das wäre stark. Okay. So. Morkite suchen wir. Da ist doch Morkite. Und Nightra finde ich auch gut. Bin ich hier gefährdet, wo ich bin? Es geht so, gell? Ich da noch durchkommen. Nitra. Ich habe noch keinen einzigen Magnet gefunden bei dem Run, oder? Ich glaube nicht. Schade eigentlich. Wir helfen nämlich immer enorm. Oben ist nochmal Gold. Weil an die XP rankommen wäre halt auch ganz cool. Ich meine, ich fahre jetzt alle weg, aber wenn ich die XP nicht einsammle, ist das nichts wert. Oder nicht so viel wert. Und sonst ein Swarm. Ja, ich muss mal weg. Jetzt kommt der Dicke doch zu nah an mich ran. Okay, schwierig. Nachladegeschwindigkeit, ja. Hier drüben liegt viel XP rum. Oh. Leider nicht aufgepasst mit dem Typen. Feuerrate aller Projektilwaffen, ja gerne. Ich muss hier raus. Das geht für mich. Hier ist vielleicht auch wieder eine Corner. Mal gucken, ob ich die LC noch schaffe, aber ich denke eigentlich schon. Muss halt einfach mal alle Viecher hier wegfarmen, hätte ich gesagt. Schaden aller kinetischen Waffen. Oder? Bums hat's gemacht. So, genau. Nach links kann ich noch relativ gut weg. Laub. Die Crit-Wahrscheinlichkeit nehme ich sogar mal mit. Oh.
Anscheinend habe ich gerade den Boss erwischt. Ja, ich habe den gesehen, eigentlich halt auch. Aber mein Gott, scheiß drauf. Und was halt geschafft. Ich hätte die Waffe nehmen sollen, glaube ich. Ja, okay, da kam ein Schuss. Hätte ich auch tanken können. Naja, da war viel Erfahrung, lag dann rum. Da lag noch sehr viel Erfahrung rum. Nehmen wir das Epische mit. Ich glaube, die Waffe weiter zu verbessern ist schon schlau. It's calling to me. Let's shake it up. 18 haben wir noch. Typisch Feuerrad auf der Waffe ist auch okay. Das letzte, gell? Letzte Level kommt jetzt, glaube ich. Das ist die epische Abbaugeschwindigkeit. Nochmal Rollen brauche ich jetzt nicht, weil da kann ich nichts mehr leisten. Ja, das letzte Level. Ich muss nur noch den Boss schaffen. Versuch jetzt aber, den schnell zu rushen, oder? Hätte ich gesagt. So schnell hier die Mini-Bosse machen. Bisschen Gold für Rerolls kann ich nochmal mitnehmen. Dass man bessere Upgrades noch kriegt. Aber weiß ich auch nicht, ob ich das wirklich machen werde. Na gut. Wahrscheinlich wäre es auch generell schlau, noch ein bisschen hier frei zu räumen, einfach. Dass man besser fighten kann. Wo ich auch schon mal das ganze Red Sugar hinlegen. Ja komm, ich bin nicht beeilen, ich warte mal. Ja doch, ich versuche es auch, mich zu beeilen. Das ist, glaube ich, der richtige Plan. Eier platt machen. Oh, nicht aufgepasst. Gar nicht so schlimm. Den kann ruhig mitnehmen. So, legendärer Schaden. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Dicken. Wir gehen jetzt direkt zum Dicken hin, machen ein Blatt. So sieht nämlich aus. Ich glaube, das ist das Beste, was ich tun kann. Da drüben ist er. Schade, dass ich jetzt bleibt. Was? Das muss ich nur gucken, dass ich mich nicht anspringen lasse. Ah, ich habe nur ein bisschen wenig Platz. Ja. Jetzt springt er gleich richtig. Ja, ich habe jetzt wenig Platz. Das ist die Landing Zone. Den Schaden nehmen wir auch gerne mit. Immer nur gucken, dass er nicht springt. Und wenn er springt, dass wir ausweichen. No, jetzt ist er rausgesprungen, ich bin Idiot. Egal, Heilung bei Stufe ist das Einzige, was mir was bringt. Den Bossfight, ich kann aber einfach töten. Muss nur aufpassen, dass er mich nicht umspringt. Kann ich einmal hier durch, das klappt, oder? Ja, das klappt. Easy, er springt. Ich muss einmal durch und einmal rüber, weil er springt und sie einmal umbringen. Auf ihn schießen, Shotgun. Na komm, schieß mal auf ihn bitte. Nee, will sie nicht. XP nehmen wir mit. Okay. Wo ist denn das Ding da unten? Okay, einfach nur rein. Ich mach nur fucking round. So. GG, no problem. Easy. First try und so. Nein, nicht wirklich.
Aber es klappt doch relativ gut, würde ich sagen. Wenn du sagst, dass ich euch aufgenommen habe. Ja, habe ich aufgenommen. Sehr schön. Okay, also jetzt habe ich einmal mein erstes Gefahrenstufe 5 Level geschafft. Das ist meine Empfehlung. Einfach hier mit dem Scout als Scharfschütze mit primär der M1000, beziehungsweise eigentlich der Gedanke ist, dass ich möglichst viele Upgrades mitnehme für Projektilwaffe, weil das sind alle 4. Für Mediumwaffen, weil das sind alle 4. Und ansonsten für kinetische Waffen, weil das sind 3 von 4, die nur die der Bolzenhain nicht, ja. Und von daher gar nicht so viele Level auf die Waffen verteilen, außer halt auf die M1000, weil ich halt einfach diesen Schrotflintenschuss haben möchte am Ende. Gibt auch noch andere coole Sachen. Zum Beispiel hier die Deep Core, dieser Durchdringungsschutz, gut, um die Horden zu farmen. Aber man hat ja ganz gut gesehen, dass ich am Ende eigentlich recht gut damit klarkam mit den Horden. Ich konnte die eigentlich wirklich abfarmen. Und ja, das ist meine Empfehlung, um auf Gefahrenstufe 5 klarkommen zu kommen. Von daher sage ich danke fürs Zuschauen, gerne Abo lassen, gerne auch einen Daumen nach oben und ja, ich glaube, mehr fällt mir gerade nicht ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.